Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Donkey Kong Country. Mit einigen Lags, die sich hoffentlich widerlegen werden irgendwann. Denn mein PC hat sich nämlich gerade eben schon überhitzt. Ja. Wollte ich euch noch schnell zeigen. Ich habe jetzt mal eine andere Einstellung gemacht, dass es extrem hohe CPU-Auslastung hat und habe darüber hinaus auch noch entschieden, in dem paar Video, wo ich eigentlich machen wollte, dass ich vermutlich nicht alle zeigen werde von den großen Tieren. Von manchen weiß ich sogar schon nicht mehr. Na doch, weiß ich schon noch, fällt mir gerade ein. Aber ja. Vom Rambi weiß ich es zwar auch, aber ist verdammt scheiße zu erwischen. Boah, die Lags, die regen schon dezent auf. Ich hoffe, es ist noch auszuhalten. Wenn irgendwann OBS abstürzt, dann nee. Ah! Ja, war klar, dass das passiert. Weil ich Vollidiot nämlich vergessen habe, die Zeit laufen zu lassen. Und jetzt habe ich es verkackt, oder? Nein! Da gibt es nämlich so einen geilen Trick. Los, lauf, Donkey! Lauf, Affe, lauf! War vorbei, eigentlich Donkey heißt der Esel. Lauf, Esel, lauf! Ich glaube, hier gibt es entweder keine Bonus-Level im letzten Tempel-Level, das es jemals gab, denn so ein Tempel-Level gab es nie wieder. Nach diesem Tempel-Level hier. Ja, das war logisch. Na los! Lol, hat mich nicht erwischt. Und hier unten ist ein Pfeil, nicht ohne Grund, denn er ist ein Bonus. Ich glaube, entweder ist das hier der einzige oder es gibt am Ende noch einen. Da bin ich mir echt gerade nicht sicher. Und die Lags haben sich auch gelegt. Könnte natürlich daran liegen, dass es hier nur so ein kleiner Raum ist, wo es nicht wirklich was gibt. Und es auch kaum irgendwelche Gegner oder so gibt, ne? Könnte vielleicht daran liegen. Egal, wir genießen einfach den Moment und gut ist. Ja, es hat trotzdem gerade wieder gelaggt. Oh je, wann stirbst du? Danke schön. Ey, ich glaube, über mein Leben hätte ich mich jetzt 10-mal mehr gefreut. Naja. Okay, ich wusste gar nicht, dass man da rüberspringen kann. Geht vermutlich auch eigentlich gar nicht. Lol. Und ich glaube, wenn man von da oben runterspringt. Ja, da kommt das N raus. Jetzt nichts Weltbewegendes. Das war logisch. Das war klar. Das war so klar. Das war so klar. Das war so klar. Alter. Seit gestern, also seit dem letzten Part, wissen wir ja, dass es wie nochmal drücken zählt, sobald man einen Gegner mit der Rolle erwischt. Jetzt kommen natürlich Bananen nur noch raus, ist ja logisch. So. Boah. Das Level, der Name finde ich übrigens komisch. Bamble Tempel. Ich weiß bis heute nicht, warum der so heißt. Ich meine, du bämpelst nirgends rum, es ist aber ein Tempel. Der Name macht für mich einfach null Sinn. Und wenn man sich hier ein bisschen Druck nehmen will, kann man sich da ruhig auch an dem... Oh. Ja, da leck mich doch. Die platzieren sich normalerweise so, dass man immer weiterkommt, aber die Entwickler haben einen Fehler gemacht. Und sobald man das Bild verlässt,
ist der auch weg. Und da hoch kommt man nicht mehr. Und somit haben wir das letzte Tempel-Level abgeschlossen. Allerdings nicht zu 100%, wie ich gerade feststellen muss. Ja, das Doofe ist halt, ich habe keinen Plan, wo das zweite Bonus sein könnte. Nein, ehrlich, ich habe keinen Plan. Der Lag war dran schuld. So, und das will ich nicht weiter diskutieren. Der Lag war's und gut. Vielleicht. Natürlich komme ich nicht mal so hoch. Ich probier's noch. Nee, warte mal, da oben. Ach, come on! Lag, please! Das kann man so schwer einberechnen, ob die jetzt schneller sind oder nicht. Grrr. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste keinen Platz, wo sie einen Bonus verstecken könnten. Wo es halt auch wirklich Sinn macht, ne? Oh, ich hab gedacht, es tut weiterhin noch so bleiben. Grrr. Also, sorry. Natürlich. Wegen dem Lag, aber ist, glaube ich, auszuhalten oder irgendwie. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Da war doch gerade eben ein Fass und bin ich jetzt total bekloppt. Ja, da war doch ein Fass gerade, mit dem ich dieses Teil da getötet habe. Moment, ich bring mich mal ganz kurz um. Einfach nur, um zu schauen, ob da wirklich ein Fass ist. Wenn ja, dann weiß ich, glaube ich, wo der Bonus ist. Ist jetzt keine hundertprozentige Bestätigung für. Wäre halt naheliegend. Das sind halt solche Sachen, da achtest du gar nicht drauf. Boah. War da jetzt irgendwo ein Fass? Ich glaube nein, ne? Nope, da war doch kein Fass, scheiße. Moment, bevor ich das jetzt hier nehme. Töte ich erstmal die anderen zwei Lappen da noch. Nee, da komm ich nicht weiter. Epischer Bug. Aber ein Versuch ist es ja wert, dass es vielleicht dort unten drin ist. Nee. Dann kann es auch nicht so weit gewesen sein. Da waren wir ja drin. In dem Bonus. Ansonsten muss ich mich halt so schlau machen, weil ich habe keinen Plan, wo der ist. Ja gut, im Normalfall schaffst du es. Oder ist es da oben? Nee. Boah, ich bin gerade so überfragt, ich habe keine Ahnung, wo da ein Bonus noch sein könnte. Lol. Vielleicht da unten? Nee, ich riskiere es jetzt nicht. Ich mach mich nochmal. Nee, doch nicht. Nee, ich informiere mich offscreen, weil ich habe keinen Plan, wo der ist. Null Plan, sorry. Aber hier gibt's gleich am Anfang ein Fass. Und ich glaube, das ist für einen Bonus. Ich bin mir aber echt nicht sicher.
Kann auch einfach nur für die Viecher hier sein. War ja logisch. Es war klar. Es war klar. Ich bin übrigens kein wirklicher Freund von dem Level Affenbande. Ja, das hat eigentlich keinen weiteren Sinn, dieses Fass. Also ich wüsste jetzt nicht für was. Boah, und da kommen auch zum ersten Mal die Traps vor. Alter! Sorry. So, der erste ist down. Der zweite auch. Das Fass kann man ja nicht verlangen, dass man das bis hierher mitnimmt. Das können die nicht verlangen. Ich habe gerade wirklich Angst, dass sie das verlangen. Ey, wenn da jetzt ein Bonus drin ist, ne? Als ob du... Fucking Viech. Wie schon gesagt, ich bin kein wirklicher Freund von dem Level. Es gibt Leute, die mögen dieses Level und es gibt Leute, die mögen es nicht. Ja, na klar! Ich bin so schlecht in dieser Welt, aber ich habe die auch wirklich gehasst damals. Also ich bin wirklich in die Welt reingegangen und jedes Mal, diese Welt. Also hier ist ein Level schlimmer als das andere. Also die können nicht erwarten, dass man das fast so weit mitschleppt. Ja, das können die nicht erwarten. Ja, scheiße. Im Normalfall ist es, glaube ich, gewollt, dass du da einfach nur durchläufst. So, jetzt habe ich schon gedacht, da bringt mich schon wieder um. Und deswegen hassen dann auch ziemlich viele Leute dieses Level. Denn man kann hier stehen, ohne dass die Claptraps einem was antun können. Aber deswegen hassen dann auch so viele. Einfach so scheiße programmiert, Expresso. Jeder hasst ihn. Wirklich jeder. Und ich hasse dieses Level wie die Pest. Aber irgendwie kommt es nicht wirklich... Oh, fick dich doch. Also irgendwie kommt kein wirkliches Level mehr dran, wo ich mich wirklich so richtig... Wow. Also vom ersten Teil bin ich allgemein kein so Riesenfreund. Oh, fick dich doch, ich hab den doch erwischt. Red ich mir ein. Ich hatte eigentlich schon noch vor, an diesem Part hier noch die Welt zu schaffen, aber es wird ja nichts mehr, wenn ich so weitermache. Vor allen Dingen nicht mit diesen Lags. Ey. Ich bin auch echt so doof und mach dieselben Fehler. 10.000 Mal. Eigentlich kann ich dieses Level. Eigentlich. Ja, natürlich. Ist auch verdammt schwer einzuberechnen, wie man springen muss, wenn die ganze Zeit Lags auftreten. Alter! Das Level ist nicht so schwer, dass man hier so failen muss. Das war jetzt auch ein bisschen arg risikoreich, ich geb's zu. So, jetzt bin ich endlich mal ein bisschen weiter.
Ah ne, doch nicht. Ich bin ja immer hier gestorben. Hat mich das Ohr irritiert, weil es gibt nämlich nochmal einen Bonus hier irgendwo. Übrigens passiert auch manchmal der epische Bug. Dass Expresso trotzdem getroffen wird von den. Espresso, du Bastard! Nein! Da oben braucht man nämlich. Ach, da unten, er ist noch da! Ich hab den gar nicht gesehen. Jetzt ist er aber weg. Okay, ich glaube, wenn man es richtig macht, kann man es sogar schaffen. Man kommt ja noch zurück, ne? Das ist ja kein Problem. Okay, dann töte ich erstmal hier die ganzen Aslaks ohne Espresso. Komm danach zurück. Halt, übertreib nicht, DK. Ja gut, was willst du da machen? Töte die ganzen Arschlöcher hier und dann müsste es doch gewesen sein, die Sache. Bloß keine unnötigen Risiken eingehen. Es ist so schon schwer genug. Aber jetzt. Gut. Spring, du Spaten! Ey, das ist auch irgendwie so pro falsch programmiert, weil ab und zu, also das ist jetzt keine blöde Ausrede, sondern es ist wirklich so, ab und zu zählt der Sprung auch manchmal nicht so richtig. Also er zählt zwar schon noch irgendwie, ja, aber nur noch teilweise. Das ist voll scheiße zu erklären. Und wenn man das sagt, dann klingt es meistens wie eine schlechte Ausrede. Aber es ist halt leider die Wahrheit. Das sagen nämlich nicht nur ich so, das sagen ziemlich viele, wo das Spiel gespielt haben. Ja, genau das meine ich. Seht ihr? Der Sprung hat nicht richtig gezählt, aber wir leben noch, lol. Jetzt nicht mehr. Also, und das sind halt auch wirklich solche Sachen, da ist man froh, wenn man einmal durch ist eigentlich. Ich probiere es halt nochmal so, wie es eigentlich vom Spiel verlangt ist. Doch komm. Jetzt springst du mal bitte normal. Gut, der Spaten ist ja kein Problem für den Espresso. Für einen Kaffee ist das kein Problem. Okay, Espresso ist noch da. Espresso ist noch da. Nein! Ey, verdammte Scheiße nochmal. Eigentlich wollte ich auch eigentlich auf den Claptrap draufspringen, aber. Ich mag den ersten Teil irgendwie nicht. Hab ich noch nie, werde ich auch nie. Es ist jetzt keine blöde Ausrede, aber ich mag den ersten Teil wirklich nicht so. Ja, seht ihr? Seht ihr? Genau wegen sowas hassen so viele Leute Expresso. An sich war eine gute Idee, aber die Umsetzung ist dann einfach scheiße geworden. Vor allen Dingen ist es halt scheiße wegen den Affen hier. Weil da zählt er nämlich irgendwie nicht so, wie er eigentlich sollte. Och, meine Fresse, ey.
Ja, dann schlag mir halt in die Fresse. Ey, das Level. WTF. Danach wird es wieder ein bisschen leichter. King Tsing ist dann wieder eine andere Hausnummer, aber ist auch ein Boss. Was zum Teufel? Was war das? Boah. Nein! Das war's dann mit Espresso. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt bin ich hier ohne Espresso und ohne Didi. Wisst ihr was? Ich mach das Level einfach einmal so durch. WTF? Ich versuch's dann später mal ohne Aufnahme. Spring halt! Das sind halt wirklich solche Sachen. Ich glaube, diese Lags und so weiter, das ist ja gut, das glaube ich nicht nur, das ist so. Die Lags, die kommen von der Aufnahme. Und ich glaube, wenn ich aufhöre zum Aufnehmen, dann läuft das ganze Spiel wieder 10-mal flüssiger. Und auch ohne die ganzen Bugs, wo ich dann so die ganze Zeit habe. Und ja. Ich werde dann halt einfach aufnehmen. Okay, diesmal war ich selber schuld. Weil ich diese Scheiße nicht mehr aushalte. Ich will da auch nur raus aus dem Level. Ich bin gleich schon wieder Game Over. Ist euch das eigentlich bewusst? Okay, wisst ihr was? Ich hol offscreen ein paar Leben. Ey, das ist doch unfassbar, echt wahr. Okay, da wäre ich dann wieder. Hab mir jetzt 22 Leben besorgt und ich wusste gar nicht, dass wenn man aus dem Level rausgeht und dann wieder startet, ist dann, ja, wieder von dem Mittelpunkt weitergeht. Ist nice. Nein. Da unten geht's weiter, was? Okay. Ich hatte da schon irgendwie was im Kopf. Noch. Aber ich wusste nicht mehr, dass es tatsächlich so war. Und ich dachte, dafür brauchst du auch den blöden Vogel hier. Ah, Moment. Uno momento, mein Headset ist fast leer. Ah. Ja, ist gut, Donkey. Ist gut. Chill your life. Yes, wir sind mal oben drüber. So, und ich glaube, das mit dem Treffen ist übrigens nur. Aha! Jetzt, wie viel steigt man nochmal ab? Ja. Okay. Und ich glaube, hier bekommt man auch nochmal den Vogel. Ach so. Ja gut, das ist so ein kleiner Refresh-Raum. Nice. Aber hier bekommst du doch nicht den Vogel. Doof. Ja, dafür herrschen jetzt nicht mehr.
Was aber eigentlich auch zeigt, dass du den gar nicht brauchst. Den, natürlich den Vogel für irgendwas, fürs zweite Secret. Oder aber die wollen dich hier triggern. Alter! Fuck you! Ey, das ist echt nicht mehr normal, wie ich hier gefickt werde. Wir sind erst in Welt 3, ne? Das Spiel fickt mich. Gut, ich liebe diese Spiele zwar auch noch sehr, ja, aber so lieben tue ich es dann doch nicht, dass ich gefickt werden möchte davon. Alter. Nein, du blöder Vogel, bleib. Du checkst da halt auch gar nichts mehr. Moment, ich bevor. So, wer das spawnt erst, wenn man da steht. Und ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Ach so. Okay. Für was brauchst du jetzt dieses? Nur für das da, ernsthaft? Ach nein! Oder? Ich check das nicht. Auf jeden Fall ist es doch nicht so wichtig. Wow. Jetzt kommt dann nochmal so ein Spinner. So, dann roll ich mal lieber um. Oh, es ist geschafft. Oh, aber für was man jetzt nun mal den Vogel braucht, ich habe keine Ahnung. Ich hol's dann einfach nach. Ich hab's aber irgendwie hingekriegt. Jetzt kommen wir zum Markt Austern. Das Level, es geht. Ich hab's halt schon ewig nicht mehr gespielt. Aber wir müssen nur überleben. Hier gibt's keine Bonus-Level. Und den Enguarde oder Engargards, wie ich halt immer so schön sag, Enguarde, braucht man zum Glück nicht. Macht zwar einiges leichter, aber du brauchst ihn nicht. Alter, ich wusste nicht mal, was hier auf mich zukommt. Ich kenne das Level überhaupt nicht mehr. Ich habe das Level schon jahrelang nicht mehr gespielt. Alter. Anscheinend schon ein bisschen zu lange. Ja gut. Also wenn du das hier mehr oder weniger blind spielst, hast du hier keine Chance, ohne zu sterben. Verzeihung. So, und ich bin mir echt. Natürlich, was schwimmst du da rein, Junge? Bist du behindert? Ich hab nicht mal was gedrückt. Der ist einfach von alleine von sich aus da rein. Natürlich. Ah. Vor allen Dingen müsste ich das echt so wie einen kleinen Sog vorstellen, anscheinend. Weil ich hab nichts gemacht. Hab die alle Tasten überhaupt gerade gar nicht betätigt gehabt. Und der schwimmt einfach zur Muschel rein. Wollt wohl essen, hä? Immer diese Donkey. Boah, das ist schon ziemlich knapp da. Und hier auch. Richtig krasse Sache hier. Aber die Wasserlevel sind meist mehr oder weniger leicht. Im Vergleich, was da sonst noch so kommt in den ganzen anderen Leveln, sind die. Natürlich! Ey, das Level ist echt gerade blind für mich. Also wie schon gesagt, ne, ich kenn's zwar, aber ich hab's schon so lange nicht mehr gespielt. Ich wusste gar nichts mehr von dem Level. Nur noch das mit den Austern, aber da habe ich in meinem Moment auch nicht dran gedacht. Geh runter! Ja.
dieser Moment, wenn du einfach so schwer bist, dass du oben bleibst. Wie heißt so schön, Fett schwimmt oben, oder? Haben die das nach dem Prinzip einprogrammiert? Okay, ich weiß Bescheid. Robin. Warten. Robin. Warten. Robin. So, jetzt kannst du nach rüben schwimmen. Oh. Also das Traubental allgemein habe ich schon so lange nicht mehr gespielt. Also das letzte Mal wirklich, als ich es durchgespielt hatte. Also, ne, ich habe die Spiele natürlich öfters durchgespielt. Aber es ist schon das ein oder andere Jahr her. Das Jahr. Das Jahr. Wow. Stimmt. Oh. Boah, aber ich erinnere mich noch an die eine oder andere richtig miese Situation, wie das hier zum Beispiel. Ja, okay. Ja, natürlich. Gibt's hier nochmal irgendwo DK-Fast vielleicht? Nee, aber es bringt mir auch nichts so ein SK. Oh je, ich glaube, wir sind kurz vor Ende. Da unten gibt's jetzt einen Frosch. Winky haben wir auch gar nicht eingesammelt. Wir sind aber kurz vor Schluss. Da kommt nicht mehr viel. Jetzt kommt noch eine Stelle, da sind sie richtig ausgerastet. Und diese meine ich nicht mal. Wird noch schlimmer, glaubt mir. Denn ab jetzt... Da sind sie ausgerastet. Oh, yes. Marktausgang geschafft. Und wisst ihr was, weil ich gerade so gut drauf bin? Bumblebee Rumble. King Tsing. Also im ersten Teil heißt die Riesenzinger King Tsing und im zweiten Teil besiegt man dann seine Frau Queen Bee. Oder? Keine Ahnung, ich glaube, so hieß der Queen Bee. Ja, also ist eigentlich relativ machbar. Krass ist es schon. Ja. Nice. Und dann würde sogar schon der Gorilla-Gletscher kommen. Die vorletzte, die vorletzte Welt, danach kommt noch eine und dann kommt der Endboss. Also, oh, so lange geht das Spiel auch nicht mehr. Irgendwie bin ich froh drüber. Naja, dann informiere ich mich mal noch, wo die zwei Bonuslevel sind. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann oder auch nicht. Bye! Thank you.